Wir beginnen unsere Reise in das Reich der Verführung in Berlin. Das Haus einer Schweizer Hotelkette hat ein Problem. In der Hauptstadt gibt es zu viele Hotels. Gute Betten haben sie alle. Wie kann man also die Gäste locken? Was ist das gewisse Etwas, die Identität? Und wie kann man diese ganz subtil und ohne Worte vermitteln? Das Schweizer Hotel will eine Expertin mit einer ganz besonderen Gabe engagieren. Sissel Tulas. Chemikerin, Harvard-Dozentin, Künstlerin, Geruchsdesignerin. Weltweit gilt sie als eine der kreativsten Vertreterinnen ihres Fachs. In ihrem Berliner Labor hat die gebürtige Norwegerin Geruchsproben aus der ganzen Welt gesammelt. Daraus kann sie so ziemlich jeden Duft nachbauen. Sissel Tulas hat schon Gerüche für weltbekannte Modemarken, Sportartikel und Elektronikhersteller entwickelt. Doch so gut wie alle ihre Kunden wollen über Geruchsdesign nicht sprechen. Also Geruch ist, also mit dem Geruchsarbeiten ist es sehr, ist ein Traum für Marketing. Also das geht sofort in die Unterbewusstsein, das Gehirn. Sofort bewegt man dann die Erinnerung und die Emotions und ja. Der Duft der Kindheit. Der Duft einer Reise. Gegen Gerüche können wir uns nicht wehren. Wir können die Augen schließen, aber nicht die Nase. Sissel Tulas spielt mit solchen Emotionen. Sie will mit Geruch das ausdrücken, wofür Werbeleute sonst Texte und Bilder brauchen. Heute trifft sie zum ersten Mal ihren neuen Auftraggeber im Hotel. Und das ist im Prinzip das erste Projekt, was wir gerne anfangen möchten. Und dann insgesamt möchten wir für unsere ganzen Hotels weltweit einen Geruch kreieren, der den Gästen noch einen Sinn mehr gibt, wenn sie unsere Halle betreten und den sie in Erinnerung behalten, wenn sie uns verlassen. Und wenn sie wieder in ein anderes Hotel kommen weltweit, nach Beijing oder nach Indien, dass sie den Geruch eben wieder finden. Das ist das, was wir uns so vorgestellt haben. In unserem jugendlichen Leichtsinn. Wir würden halt nur gerne sehen, ist das möglich, das durchzusetzen. Genau. Also ich brauche ganz viel Material. Wir haben angefangen, wir haben schon was zusammengestellt. Die Recherche für den neuen Hotelduft kann beginnen. Erstmal sammle ich sehr viele Eindrücke und versuche die verschiedenen Gerüche, die Materialien aufzunehmen. Erstmal mit meiner eigenen Nase, weil Materialien ein Teil von dieser Identität des Wissenden ist. Und die haben mich auch gebeten, ein bisschen darauf zu fokussieren. Bevor Sissel Tulas entscheidet, wie der neue Hotelduft wirken soll, geht sie auf Entdeckungsreise. Welche Emotionen löst der schon vorhandene Hotelgeruch bei ihr aus? Generell ist es sehr klar, sehr geradlinig, teilweise ein bisschen ohne Seele. Ich muss mal gucken, wo ich da ein bisschen Seele reinkriege, also ein bisschen Wärme, weil das ist ziemlich cool alles. Und ja, die wollen auch ein bisschen Wärme reinbringen. Und, aber das kann ich nicht einfach nur so von irgendwas nehmen, ich muss es auch finden. Ich suche dann diese Wärme in die Materialien eventuell oder vielleicht in die Schweiz. Mal gucken. Ja?
Es wird ein langer Weg bis zum fertigen Duft. Sissel Tholers geht es um möglichst realistische Gerüche. Sie denkt dabei nicht in den Kategorien von schlecht und gut. Bei mir gibt's keine bad and good. Bei mir gibt's nur Geruch. Alle Gerüche haben eine Chance. Was ist denn gut, der Geruch? Was ist das schlechte Geruch? Warum? Ja, nur warum ist dieser Geruch schlecht und die nicht? Was sich seltsam anhört, hat doch ein ganz schnödes Ziel. Es geht um Geld. Und darum, dass das Hotel möglichst viele neue Gäste anlockt, möglichst viele alte Gäste an sich bindet. So erweckst du die Aufmerksamkeit, so kriegst du Kunden, so kommen die Kunden immer wieder. Dass die Leute kommen rein und denken, aha, ich rieche hier was. Es ist nicht nur, dass man sich vielleicht wohlfühlt, aber dieser Geruch beinhaltet gewisse Informationen, die wir sonst nicht rüberbekommen, über genau diese Hotel oder genau diese Firma. Die nächsten 6 Monate wird Sissel Tholers an dem neuen Hotelgeruch arbeiten. Die Verführung zum Geldausgeben wird systematisch erforscht. Etwa hier in Holland, in einem einzigartigen Projekt. An der Universität von Wageningen speisen die Angestellten in einer ganz normalen Kantine. Auf den ersten Blick. Doch in Wahrheit ist hier alles anders. ...27 versteckte Kameras filmen jede Handbewegung der Gäste. Greifen Sie zum Salat oder zur Suppe? Nehmen Sie dazu ein Wasser oder eine Cola? Und an der Kasse wiegt eine Waage im Boden das Gewicht der Kunden. Das meiste Geld für dieses Projekt kommt von der Industrie. Mit Hilfe einer Langzeitbeobachtung wollen Psychologen und Ökonomen herausfinden, wie unsere unbewussten Handlungen funktionieren. Es ist ja alles sehr subtil und das ist auch, warum es so ein ungeheuer faszinierendes Forschungsbereich ist. Und das Entscheidende ist, dass es ein Erlebnis gibt für Konsument. Was ist das ja? Was bedeutet das für wie es aussieht, wie es schmeckt, wie es duftet? Und das hat damit zu tun, dass oft das Unbewusste viel wichtiger ist, wenn man sich etwas auswählt im Bereich von Essen und Trinken. Das heißt also, wir wissen ganz eigentlich nicht, warum wir tun, was wir tun. Wie entscheiden sich die Gäste, wenn scheinbare Kleinigkeiten verändert werden? Rotes statt grünes Licht. Der Geruch aus der offenen Küche. Die Musikberieselung mit Pop oder Klassik. Ein Beispiel. Seit ein paar Tagen steht in der Kantine eine Kaffeemaschine. Obwohl es draußen auf dem Flur den gleichen Kaffee gratis aus dem Automaten gäbe. Die Forscher wollen wissen, warum geben die Gäste trotzdem Geld für das Getränk aus? Der kostenlose Kaffee aus dem Automaten, der Kaffee aus der Kantinenmaschine oder der Kaffee aus einer teuren Profimaschine. Welchen Einfluss hat die Art der Maschine auf unser Kaufverhalten? Wir versuchen festzustellen, was ist es, warum sie das tun? Ist das, weil die Maschine so gut aussieht? Ist es, wie die Ton und die
das Geräusch und die Duft von Kaffee, oder ist es ganz einfach das Geschmack von Kaffee? Wir wissen ja, dass es ziemlich komplex ist und wir möchten gerne feststellen, was die individuellen Komponenten, was für einen Wert die haben. Ist es wirklich nur der reine Geschmack, der unsere Entscheidung beeinflusst? In einem Nebenraum der Kantine beginnt ein Experiment. Einer Testperson wird mit einem Schlauch genau dosierter Kaffeegeruch in die Nase eingeflößt. Aus dem Mundteil kommt Kaffeegeschmack. Auf dem Bildschirm erscheinen die Videos von drei Kaffeemaschinen. Der Proband soll dabei den Geschmack bewerten. Die Maschine aus der Kantine, die teure Profimaschine und der Automat mit dem Gratis-Kaffee. Das wenig überraschende Ergebnis: Der Geschmack aus der teuren Profimaschine schneidet durchweg am besten ab. Allerdings, was die Testperson nicht weiß: Der eingeflößte Geruch und Geschmack waren bei jeder Maschine derselbe. Die tatsächliche Kaffeequalität spielt also eine viel kleinere Rolle, als wir denken. Wir handeln nicht immer rational, sondern lassen uns von den Sinnen täuschen. Eine wichtige Erkenntnis für Forscher und Wirtschaft. Ich denke, das, was wir davon sehen werden, dass mehr mit Sachen wie Licht und Ton und Duft, dass das genützt wird, auch in dem Marketing, dass man es sozusagen erlebt. Das Kantinenexperiment wird erst in 10 Jahren abgeschlossen. Aber schon jetzt sind sich die Forscher einig. Ja. Wir können mit allen Sinnen zum Kaufen verführt werden. Wie Dinge klingen, auch das überlassen die Hersteller immer seltener dem Zufall. Wir sind in Bielefeld, bei einem großen Elektrohersteller. Ein neues Staubsaugermodell ist so gut wie serienreif. Nur der Klang ist noch nicht fertig. Der Hersteller beauftragt das Team von Friedrich Blutner, einem hochspezialisierten Psychoakustiker aus Sachsen. Der gelernte Instrumentenbauer soll herausfinden, wie der Staubsauger klingen muss, damit ihn möglichst viele Kunden kaufen. Dafür soll später sogar die Bauweise des Gerätes verändert werden. Dieser Prozess wird über ein Jahr dauern. Ja, das ist schon für uns spannend, was da alles so sich mit Sound inzwischen beschäftigt. Also ursprünglich war es vorzugsweise im Automobilbau, ist ja das Beispiel bekannt, die Tür und das Zuschlaggeräusch. Dann kommen die Hausgeräte, dann kommen mehr und mehr Leute aus der Nahrungsmittelakustik, also auch Geräusche zum Beispiel von Verpackungen bei Nahrungsmitteln, aber auch die Geräusche, wenn man Nahrung aufnimmt, also diese typischen Bissgeräusche. Die Suche nach dem perfekten Staubsaugergeräusch beginnt tief im Osten, mitten im Erzgebirge. Friedrich Blutner arbeitet mit seiner Firma fernab der Großstädte. Der Wald ist für den Psychoakustiker eine wichtige Inspirationsquelle. Hier findet er akustische Grundmuster, die unser Ohr über Jahrtausende geprägt haben. Das Ohr ist ja ursprünglich ein Warnorgan. Es warnt uns vor Gefahren. Und da hat sich eigentlich das Gehör herausentwickelt.
Und man kann natürlich solche Urmuster sehr gut im Wald aufnehmen. Das ist ja bekannt, wenn jetzt ein kleiner Ast knackt hinter mir, da würde ich mich umschauen, ich würde erschrecken. Ja, das sind so Geräusche. Und je nachdem, wie stark das Geräusch ist, daran kann ich erkennen, ob das ein großes Tier oder ein kleines Tier ist. Wir wollen natürlich nicht solche Geräusche in Hausgeräten, weil uns das warnt, hier geht ja was kaputt, hier ist die Qualität nicht gegeben. Das heißt, hier lernen wir, was Störsignale genau sind. In seinem Testlabor am Waldrand folgt der nächste Schritt auf der Suche nach dem perfekten Rauschen. Eine Bestandsaufnahme. Welche Staubsauger gibt es schon? Und wie klingen die? 5 Spezialisten, 30 verschiedene Sauggeräusche. Auf einer Skala von 1 bis 10 soll das Geräusch bewertet werden. Je länger man lauscht, desto deutlicher wird, Rauschen ist nicht gleich Rauschen. Nach einer halben Stunde Dauersaugen steht ein erstes Ergebnis fest. So, es gibt einen klaren Sieger. Und es gibt eine Marke, über die wir jetzt nicht sprechen wollen, die also akustisch eigentlich nicht tragbar ist. Negativbeispiel, das ist der. Ja. Ja, das heißt, es gibt noch viel zu tun. Sissel Thulers, die Geruchsexpertin, macht sich von Berlin auf den Weg in die Schweiz. Für den neuen Duft der Schweizer Hotelkette will sie die unterschiedlichsten Gerüche sammeln. Wie nur riecht die Heimat des Auftraggebers? Was ist die sinnliche Seite der Schweiz? Vor allem, was es hier mich interessiert, ist die Schweiz, ja, wie riecht die Schweiz und kann ich überhaupt Gerüche wahrnehmen in der sauberen Schweiz und kann ich Berge riechen, wie kann ich den Geruch von den Bergen vergleichen mit der Stadt und so weiter. Das ist, was mich hauptsächlich interessiert. Vor Ort kann man das am besten machen. Alpenluft, Schnee und Holzgeruch für eine Berliner Hotellobby? Auch in der Stadt in Zürich sucht Sissel Thulers typische Schweizer Gerüche. Findet sie hier die Wärme, die sie dem kühlen Hotelduft einhauchen will? Es ist sehr sauber alles, you know, sehr klar, kühl. Ich merke keine warmen Gerüche, keine spicy, irgendwie exotische Küche oder so. Ziemlich konventionelle Gerüche. Nicht, dass ich irgendwie sage, wow, das ist was Neues, das ist was, was ich noch nicht in diesem Kontext erwarte. Ja, sehr elementär irgendwie. Stein, Regen. Schnee, Holz, so wie ich mir das vorgestellt habe. Tja. Aber was nur ist die besondere Note der Schweiz für die Nase? Das Wow.
Es ist für normale Nasen nicht gerade Parfum, was Sissel Tulas den entscheidenden Hinweis gibt. Geld. Interessant. Das wird ein Teil von meinem Geruch. Endeffekt werden. Aber ein bisschen komisch. Ich kann auch ein bisschen Käse riechen. Käse, ein bisschen Kuhmilch, ein bisschen Metall. Vielleicht ist es gerade die Hand von einem Bauer gewesen oder so. Who knows? Der Recherchetag geht mit einer alten Erkenntnis zu Ende. Geld stinkt nicht. Für Sissel Tulas beginnt jetzt die Arbeit in ihrem Geruchslabor. Noch einmal zurück in die holländische Kantine mit ihren Überwachungskameras. Die Forscher lassen auch die Farben des Lichts wechseln. Wirkt der Fisch unter blauem Licht frischer? Greifen die Gäste öfter zu Salat, wenn das Licht grün ist? Und bleiben sie auf bunten Stühlen länger oder kürzer sitzen? Noch ist es zu früh für konkrete Ergebnisse. Fest steht nur, unser Verhalten ändert sich, je nachdem, welche Farben im Spiel sind. Dass sich mit der richtigen Farbe großes Geld verdienen lässt, das weiß kaum jemand besser als Per Niemer. Der Schwede arbeitet für den weltgrößten Farbenhersteller. Er ist ständig unterwegs, heute in Hamburg. Er wird dafür bezahlt, herauszufinden, welche Farben uns sein Konzern in 3 Jahren verkaufen kann. Denn unsere Warenwelt ist bunt und die Farben ändern sich stetig. Ein Produkt mit der falschen Farbe verkauft sich schlecht. Das Wissen um den zukünftigen Geschmack und wie man diesen steuern kann, dieses Wissen ist bares Geld wert. People are affected by what's going on. Die Leute werden davon beeinflusst, was in der Welt passiert. Ja, sie wollen neue Farben. Aber sie werden beeinflusst von Terrorismus, Reisen, Mode. Alle diese Dinge machen sie empfindlich für neue Farben. Und sie wollen diese Farben haben. Aber wir müssen herausfinden, was die Leute kaufen wollen, bevor sie es selber wissen. Welche Farbe sollen unsere Autos, unsere Möbel, unsere Wände in 3 Jahren haben? Per Niemer geht es nicht um modische Saisonfarben, sondern um die langfristigen Trends. Die Industrie braucht dafür 2 bis 3 Jahre Vorlauf. Dass heute so manche Limousine in Weiß zu sehen ist, das hat er schon vor Jahren vorausgesagt. Weiß, das war doch mal ein Billiglack. In den nächsten Jahren wird man noch viel mehr weiße Autos sehen. Keine Lieferwagen, sondern ganz normale Autos in Weiß. Wir haben diese Entwicklung schon vor ein paar Jahren vorausgesagt, zusammen mit dem Ökotrend. Die Leute wollen sich selbst beweisen, dass ihr Auto weiß, rein und sauber ist und nicht die Luft verpestet. Aber welche Farbe lässt sich in der Zukunft verkaufen? Per Niemer streift durchs Szeneviertel, beobachtet die Menschen, schaut sich das neueste Design an, blickt in angesagte Cafés. Der Chefdesigner eines milliardenschweren Weltkonzerns auf Streifzug im Alternativviertel. Immer auf der Suche nach der Farbe, mit der sich in 3 Jahren Geld verdienen lässt. Wenn ich in ein Schaufenster gucke, dann interessieren mich nicht die Farben, denn für diese Farben ist es dann eh zu spät.
Ich suche mehr nach allgemeinen Dingen, allgemeinen Stimmungen. Die Mode wird zum Beispiel femininer. Was bedeutet das? Also, wenn man einen neuen Farbtrend sucht, schaut man nicht auf die Farben, man schaut auf alles andere. In 3 Wochen wird Pierre Niemer mit Kollegen aus der ganzen Welt den nächsten europäischen Farbentrend diskutieren und sich auf eine gemeinsame Richtung einigen. Ein Farbkartell. Dafür sammelt er Ideen. Heute fällt ihm dieser Laden auf. Aus gebrauchten Handtüchern lässt ein Hamburger Designer Stofftiere nähen und verkauft sie teuer. Die Wiederverwertung von Materialien. Das ist so auf einer Linie mit dem Öko- und Nachhaltigkeitstrend, der gerade voll im Gange ist. Man sieht hier das Orange der 70er, die Streifen der 50er. Aber das ist nur der Beleg dafür, dass es gebrauchte Stoffe sind. Die Farben sind egal, die sind nicht trendy. Aber die Herstellungsart an sich liegt total im Trend. Retro-Look. Recycling für selbstgemachte Stoffphasen. Welchen kommerziellen Massentrend wird der Farbexperte daraus ableiten? Zurück ins Erzgebirge. Friedrich Blutner, der Psychoakustiker, sucht weiter nach dem besten Staubsaugerklang. Diesmal der Hausfrauentest. Sie sollen das Geräusch mehrerer Staubsaugermodelle bewerten. Tonhaltigkeit, das heißt, wenn Sie ein Pfeifen oder ein Geräusch hören, was nicht zum Staubsauger gehört. Ein Punkt, wenn Sie gar nichts hören, nur das Rauschen. Oder 10 Punkte, wenn es sehr tonhaltig ist. 4. Gut, dann gehen wir zum nächsten Gerät. Der Test bringt eine kleine Überraschung. Der laute blaue Staubsauger schneidet erstaunlich gut ab. Diese spontane Bauchentscheidung ist ein wichtiges Ergebnis für den Klangforscher. Wir brauchen zuerst zum Beispiel das, dass die Probanden, wenn die gewissermaßen in so einen Test abgefragt werden und wir auch die unbewussten Reaktionen erfragen, dass die dann sagen, Saugkraft ist wichtig, die sollen Power haben. Und wenn man dann hinterher nochmal locker bei einer Tasse Kaffee drüber redet, dann sagen manchmal dieselben Probanden, ja, sollte er nicht ein bisschen leiser sein? Also obwohl sie spontan vom Emotionalen her die Kraft wünschen, dann über die Kognition, dann hört man eben, leise ist gut, dann so ins Grübeln kommt. Aber natürlich interessieren uns die Spontanreaktionen. Und da ist eben offenbar Saugkraft ein wichtiges Kriterium. Mit anderen Worten, was einfach nur angenehm klingt, lässt sich nicht unbedingt gut verkaufen. Wir haben jetzt die Staubsaugergeräusche aufgenommen im Rechner und jetzt verändern wir bestimmte Eigenschaften, um deren Auswirkungen mal zu testen. Ah, das ist das Pfeifen im Walde. Ja, ist zu aggressiv, hä? Klar, und das stört jetzt der blöde Pfeifer, ja, da muss weg. Was hier künstlich entworfen wird, soll später Grundlage für die Ingenieure sein. So soll der neue Staubsauger klingen.
Kein Pfeifen, nicht zu leise, nicht zu schrill. Das perfekte Rauschen. Hier in einer ehemaligen Skihütte im Erzgebirge entsteht der Sound, der bald tausendfach in deutschen Haushalten zu hören sein wird. Im schwedischen Malmö geht die Farbsuche weiter. Was kann uns die Industrie in 3 Jahren verkaufen? Per Niemer versucht dafür zu erspüren, wohin sich der Massengeschmack entwickelt und wie man ihn steuern kann. Manchmal allerdings überrollen selbst ihn die Ereignisse. Dann diktiert das Weltgeschehen den Geschmack. Ein neuer Trend kann aus heiterem Himmel kommen, wie nach den Anschlägen vom 11. September in New York. Bis dahin hatten wir viele Pastelltöne, aber in dem Herbst nach dem Terrorangriff schlug das um in sehr natürliche, sichere Farben, sichere Kombinationen. Die Leute sind weniger verreist, sondern blieben zu Hause und strichen ihre Festung mit Farben an, die Sicherheit verkörperten. Mitunter ist der Schwede machtlos. Aber als Chefdesigner des weltgrößten Farbenherstellers setzt er selber Trends. Er tut es jedoch nie im luftleeren Raum. Wie ändert sich der Massengeschmack im Schatten der Wirtschaftskrise? Per Niemer stellt mögliche Farbgruppen zusammen. Was er in den letzten Wochen an Eindrücken gesammelt hat, das versucht er in Begriffe und Farben zu übersetzen. Wir stellen gerade eine neue Kollektion von Farben zusammen und versuchen, die Farben einzubinden, von denen wir glauben, dass sie ein zukünftiger Trend sind. Das ist faszinierend. Aber je kleiner eine Kollektion, desto schwieriger wird die Entscheidung. Per Niemer muss sich auf wenige Farben beschränken. Vorbereitung auf die Europäische Farbenkonferenz in Bilbao. Dort wollen sich Designer und Hersteller auf eine neue Farbrichtung einigen. Der Schwede soll hier seine Favoriten vorstellen. Ich glaube, diese Gruppe ist ein heißer Kandidat. Blau steht für Hoffnung und Freiheit. Denn es ist gerade alles so trist, die Wirtschaft, Terrorismus, was auch immer, dass wir einen Hoffnungstrend forcieren wollen, der die Stimmung aufhält. Und natürlich haben wir grünliche, natürliche Töne, denn das steht für Ökologie, Umwelt, Nachhaltigkeit und grünes Design. Ich glaube, dass wir diese Farben sehen werden und klar, ich werde dafür kämpfen. And of course I'll fight for it, yeah. Das kraftvolle Rauschen des Waldes als Vorbild für den neuen Staubsauger. Die Ergebnisse der Tests werden jetzt umgesetzt. Friedrich Blutner und sein Kollege probieren aus, wie man das Rauschen künstlich verstärken kann. Man spielt mit dem Schall in diesen Staubsaugern. Man versucht es wie ein kleines Orchester mal zu verändern und beobachtet jetzt erstmal genau. Das ist eigentlich eine schöne Phase, eine kreative Phase, in der wir uns jetzt hier befinden. Überall da, wo am Gerät Geräusche entstehen, setzen die Sounddesigner an. Wie lässt sich der Klang verbessern? Und der Staubsauger noch besser verkaufen? 1 Jahr lang arbeiten sie jetzt schon an diesem Projekt. Mit seine Leidenschaft steckt in diesem Koffer.
Der gelernte Instrumentenbauer hat eine Geige entwickelt, die einfach nur gut klingen sollte. Der Korpus ist aus schwarzem Kunststoff. Das hässliche Etwas, ein Ladenhüter. Schließlich trennte Friedrich Blutner seine Geige auf alt. Hier ist mal eine Geige mal imitiert auf sehr alt. Man sieht das nicht, dass das mit teilweise Edelharzen gemacht ist. Von außen sieht das aus wie jede alte Geige. Die hat eine Individualität, die hat eine persönliche Ausstrahlung. Wenn Sie so wollen, da steckt etwas von der Seele des Geigenbauers drin. Und sie riecht auch wie Holz. Und das ist wichtig auch für einen sensiblen Musiker, dass er die klassische Anmutung hat. Seitdem hat Friedrich Blutner beweisen können, seine Kunststoffgeige kann mit alten klassischen Geigen mithalten. Vor allem jüngere Musiker sind offen für die Violine aus dem Soundlabor. Es sind ausgesprochene Solisteninstrumente mit einem sehr großen, sehr tragfähigen Ton, sehr brillant, bei optimalem Handling. Das heißt, die aufzuwendende Kraft ist sehr optimal, also ausgestaltet, und es ist ein wunderbares Spielgefühl. Dennoch, bei vielen Musikern bleibt die Skepsis vor dem Kunststoffinstrument. Da mag es noch so gut klingen. Wir haben an der Geige sehr klar und sehr deutlich gelernt, wie wichtig Multisensualität ist. Ja, es gibt kein anderes Beispiel, wo wir so klar immer wieder die Hinweise bekommen haben, die Wahrnehmung ist ganzheitlich, und hier spielt das Auge eine Riesenrolle, auch kulturell geprägt. Hier spielt Geruch, die Anmutung, das Taktile, wie fühlt es sich an, und am Ende wird alles eins. Dass sich mit allen Sinnen Geld verdienen lässt, das erkennen auch immer mehr Supermarktketten, wie hier in Tönisforst bei Düsseldorf. Eigentlich ein ganz normales Geschäft. Doch aus irgendeinem Grund wirken die Kunden hier weniger gestresst. Zwanglos, ich gehe spazieren. Ich erlebe das hier. Und anschließend gehen wir dann hier ein Cappuccino trinken. Ja, und besonders bei schlechtem Wetter macht das noch mehr Spaß. Also als erstes sind mir hier diese Fische auf dem Boden aufgefallen, und irgendwann habt ihr auch die, hier ist ein bisschen wie im Urlaub. Ja, das ist einfach angenehm einzukaufen. Dieses gute Gefühl ist kein Zufall. Die Supermarktkette hat sich das viel kosten lassen. An der Fischtheke verströmt ein leichter Duft von Kräutern aus der Provence Urlaubsgefühle. Natürlich künstlich erzeugt. Aus speziellen Lautsprechern kommt dezentes Möwengeschrei, und auf dem Boden tummeln sich interaktiv animierte Fische. Teure Investitionen, die uns zum Kaufen verführen sollen. Offenbar mit Erfolg. Wir haben vor einem Jahr diesen Markt als Future Store neu eröffnet und sehen seit einem Jahr eine deutliche Umsatzsteigerung über den gesamten Markt, über alle Bereiche. Das kann man nicht immer an einem einzelnen Effekt festmachen. Sie können nicht immer sagen, weil wir jetzt im Frischfischbereich eine Verkaufsraumbeduftung einsetzen, haben wir einen höheren Umsatz. Aber wir stellen insgesamt fest, bei allen Befragungen, die wir bisher gemacht haben, dass die Kunden ganz eindeutig sagen, dass sie sich wohler fühlen als vorher. Und das zeigt eigentlich, dass wir unser Ziel erreicht haben. Das Rezept ist so subtil wie simpel. Wenn sich die Kunden wohlfühlen, bleiben sie länger
und geben mehr Geld aus. Dabei ahnen sie oft gar nicht, was genau das Wohlgefühl auslöst. In Bilbao ist inzwischen die internationale Farbenelite angereist. Für Per Niemer beginnen jetzt die Tage der Wahrheit. Vertreter aus der Auto- und Möbelindustrie, Waschmaschinen- und Motorradhersteller, Farbenproduzenten und freie Designer sind gekommen. Praktisch ein Kartell. Initiiert von der amerikanischen Organisation Color Marketing Group. Das einzige Ziel dieser Konferenz ist es, sich auf einen gemeinsamen Farbentrend zu einigen. Normalerweise sind diese Treffen streng geheim, Kameras verboten. Heute reden wir darüber, was in der Welt passiert. Design, Lifestyle, aktuelle Ereignisse. Morgen werden wir dann versuchen, das alles in Farben zu übersetzen und fragen uns, wenn diese gesellschaftlichen Entwicklungen eintreffen, was bedeutet das für die zukünftigen Farben? What does that mean in color? So it will have more body into it. Sie diskutieren über die Wirtschaftskrise und Barack Obama. Sie reden über Klimawandel und Ökologie. I see the green and the blue. Es geht um neue Architektur und Feminismus. They are all taken by women. Next continent is Africa. And huge mobility out of recycling. Es geht um Megastädte und grünes Design. What is green design? There's a brown that's towards a violet. Do you think we work with this? We want to work with this? Yeah. Nach den ersten zwei Tagen ist eine gemeinsame Richtung zu erkennen. Per Niemer war mit seinen Vermutungen auf dem richtigen Weg. Meine Blautöne finden sich hier wieder. Auch Lila und Gelb sind gut. Mein Grün war mehr als Wandfarbe gedacht, obwohl die meisten Teilnehmer in dieser Gruppe kommen von Motorradherstellern. Naja, ich schlag mich ganz gut. I'm doing fine. Am dritten Tag im Konferenzhotel steht das Farbkartell kurz vor einem Ergebnis. Nach der Diskussion um allgemeine Trends suchen die internationalen Designer nun die entsprechenden Farben. Kreatives Chaos. Ein bisschen Bastelstunde, ein bisschen Kinderzimmer. Doch auch hier geht es nur um das eine. Wenn Sie als Kunde ein Produkt sehen, dann sehen Sie die Farbe dieses Produktes. Und als Hersteller will man, dass das Produkt auf dem Markt die richtige Farbe hat, sodass es sich verkaufen lässt. Es geht am Ende ums Verkaufen. Dafür werden wir von unseren Firmen bezahlt, damit sie eine bessere Chance auf dem Markt haben. Endspurt im Farbmarathon. Ein Komitee filtert nun in einem letzten Schritt die wichtigsten Trendfarben aus den vielen Vorschlägen heraus. Die Farben sind weniger hell, eine Konsequenz der weltweiten Krise. Und sie sind nicht so rein. Das steht für den Boom von authentischen, handgemachten Produkten. Also, das ist die europäische Trendpalette für 2010 und 2011. Diese Farben werden Sie dann in den Geschäften sehen. Wir haben viele Blautöne, auch Grün. Und man sieht eine Verschiebung der Farbtöne. Sie sind gedämpfter. Das hat mit der Wirtschafts- und Immobilienkrise zu tun.
mit dem Ölpreis und knappen Nahrungsmitteln. A reflection of what's going on in the US with the real estate market. Die Farben werden weniger fröhlich sein. Natürlich sind diese Vorgaben nicht bindend. Aber die Farbenproduzenten und Hersteller aller möglichen Produkte werden sich an die Beschlüsse halten. Schließlich wollen sie nicht aus der Reihe fallen, nicht unmodisch wirken. Also setzen sie damit einen Farbentrend, dem wir Verbraucher kaum entgehen können. Auch für Friedrich Blutner ist der Auftrag so gut wie abgeschlossen. Letztes Treffen mit seinem Kunden. Der Staubsaugerhersteller ist vor allem gespannt, wie die Verbraucher auf das Rauschen reagiert haben. Wir haben dann zu dem Kriterium Rauschigkeit mal ein paar Versuche gemacht, ein paar Modifikationen auch, um das mal auszuloten. Ist das Bauteil hier? Herrn Schneiders Entwicklung, er kann es ja kurz mal erklären, wie das geht. Diese war komplett montiert. Ja. Ne? Mit diesem Propeller haben die Tüftler aus dem Erzgebirge das ideale Rauschen simuliert. Der Trick funktioniert. Angenehmes Rauschen, was ganz die Leute assoziieren damit, ja, dass deutlich mehr Saugleistung an der Düse herauskommt. Also das Spannende war, dass Konsumenten die Funktion des Saugens sehr selektiv wahrnehmen. Dass man also gewissermaßen unbewusst die Ohren spitzt, um solche Geräuschmuster wahrzunehmen. Überlegt bei der telefonischen Abstimmung. Extra angefertigte Bauteile sollen nun dafür sorgen, dass der Staubsauger stärker rauscht und sich nach mehr Leistung anhört. Das haben wir noch nicht gesehen, das sieht aber sehr interessant aus. Kraftvolles Blätterrauschen, aber ohne störendes Knacken und Pfeifen. 14 Monate Arbeit für ein besseres Rauschen. Auch Sissel Tolas ist im letzten Stadium ihrer Arbeit. Was sie im Hotel in Berlin und in der Schweiz gerochen hat, daraus kreiert sie nun einen Geruch für die Schweizer Hotelkette. Interessant. Dabei kann die Chemikerin auf ihre 8000 Geruchsproben zurückgreifen. Für eine neue Duftkreation mischt sie bis zu 200 Stoffe zusammen. Auch der neue Geruch für die Hotelkette besteht aus Dutzenden von Elementen. Ich habe versucht, wirklich klar und präzise zu arbeiten und ein bisschen auf die natürlichen Elemente zu fokussieren, so wie die Berge, Eis, Stahl und das klare Schweiß. Aber ich habe auch Intention, also ein bisschen spicy, ein bisschen Pfiff reinzugeben. Und da haben wir die rote Farbe aufgegriffen und wir haben dann ein bisschen gearbeitet mit rote Pfeffer. Und ich glaube, die Kombination von sehr streng und dann plötzlich, wow, ein kleiner Richtung, die einen überrascht. Es ist ein mühevoller Prozess. Viele Wochen probiert Sissel Tolas die Gerüche aus, wiegt tröpfchenweise ihre Essenzen ab, mischt und versucht neue Kombinationen. Ihr Konzept, auch ungewöhnliche Düfte aufzunehmen, stieß beim Kunden zunächst auf Skepsis. Ich habe darauf insistiert, dass das Geruch von Geld,
da reinkam, der Kunde war so, nee, was soll das, you know? Schweiz, ja, wieso, ja, Geld ist in der Schweiz wichtig. Schließlich ist der Geruch für die Hotelkette fertig. Eine neue Identität, nur mit der Nase wahrnehmbar. Eine neue feinsinnige Waffe im harten Kampf um die Kunden. Was wird der Hoteldirektor dazu sagen? Ich bin gespannt. Das ist hier und hier. Die Berge, der Schnee, der Eis. Das riecht man. Das Geld rieche ich nicht. Nee? Du ziehst das Geld, gebe mir den Rest gar nicht. Ich schon. Oh yes. Ganz viel. Ja. Kommt so langsam, muss man ein bisschen Zeit geben. Erster Eindruck ist. Sehr schön. Höhe Berge mit Linden drauf. Ja. Kannst du damit leben? Ich glaube, ich kann gut damit leben. Das Geld fehlt mir so ein bisschen. Das ja. Vielleicht auch ein bisschen mehr Geld. Geld. Auch bei dem Geruch geht es am Ende nur darum. Von wegen Sinnlichkeit. Wir hoffen und, nein, wir glauben. Wir glauben wirklich ganz fest daran, dass der Geruch unser Angebot abrundet von einem Wohlfühlgefühl im Hotel. Und ja, da gehört der Geruch dazu und ich glaube auch, dass uns das wirtschaftlich weiterbringt. Ab sofort wird eine wohlkalkulierte Geruchsmischung in die Klimaanlage eingespeist. Sehr unterschwellig, kaum wahrnehmbar. Ein Cocktail aus Holz, rotem Pfeffer, Schnee, Stahl, Alpenluft und Geld. Die heimlichen Verführer werden immer raffinierter. Der Kampf um unsere Sinne hat gerade erst. Wir beginnen unsere Reise in das Reich der Verführung in Berlin. Das Haus einer Schweizer Hotelkette hat ein Problem. In der Hauptstadt gibt es zu viele Hotels. Gute Betten haben sie alle. Wie kann man also die Gäste locken? Was ist das gewisse Etwas, die Identität? Und wie kann man diese ganz subtil und ohne Worte vermitteln? Das Schweizer Hotel will eine Expertin mit einer ganz besonderen Gabe engagieren. Sissel Tulas. Chemikerin, Harvard-Dozentin, Künstlerin, Geruchsdesignerin. Weltweit gilt sie als eine der kreativsten Vertreterinnen ihres Fachs. In ihrem Berliner Labor hat die gebürtige Norwegerin Geruchsproben aus der ganzen Welt gesammelt. Daraus kann sie so ziemlich jeden Duft nachbauen. Sissel Tulas hat schon Gerüche für weltbekannte Modemarken, Sportartikel und Elektronikhersteller entwickelt. Doch so gut wie alle ihre Kunden wollen über Geruchsdesign nicht sprechen. Also Geruch ist, also mit dem Geruchsarbeiten ist es sehr, ist ein Traum für Marketing. Also das geht sofort in die Unterbewusstsein, das Gehirn, sofort bewegt man dann die Erinnerung und die Emotions und ja. Der Duft der Kindheit. Der Duft einer Reise. Gegen Gerüche können wir uns nicht wehren. Wir können die Augen schließen, aber nicht die Nase. Sissel Tulas spielt mit solchen Emotionen. Sie will mit Geruch das ausdrücken, wofür Werbeleute sonst Texte und Bilder brauchen. Heute trifft sie zum ersten Mal ihren neuen Auftraggeber im Hotel. Und das ist im Prinzip das,
erste Projekt, was wir gerne anfangen möchten. Und dann insgesamt möchten wir für unsere Grandhotels weltweit einen Geruch kreieren, der den Gästen noch einen Sinn mehr gibt, wenn sie unsere Halle betreten und den sie in Erinnerung behalten, wenn sie uns verlassen. Und wenn sie wieder in ein anderes Hotel kommen weltweit, nach Beijing oder nach Indien, dass sie den Geruch eben wieder finden. Das ist das, was wir uns so vorgestellt haben. In unserem jugendlichen Leichtsinn. Wir würden halt nur gerne sehen, ist das möglich, das durchzusetzen. Genau. Also ich brauche ganz viel Material. Wir haben angefangen, wir haben schon was zusammengestellt. Die Recherche für den neuen Hotelduft kann beginnen. Erstmal sammle ich sehr viele Eindrücke und versuche die verschiedenen Gerüche der Materialien aufzunehmen. Erstmal mit meiner eigenen Nase, weil Materialien ein Teil von dieser Identität des Wissenden ist. Und die haben mich auch gebeten, ein bisschen darauf zu fokussieren. Bevor Sissel Tolas entscheidet, wie der neue Hotelduft wirken soll, geht sie auf Entdeckungsreise. Welche Emotionen löst der schon vorhandene Hotelgeruch bei ihr aus? Generell ist es sehr klar, sehr geradlinig, teilweise ein bisschen ohne Seele. Ich muss mal gucken, wo ich da ein bisschen Seele reinkriege, also ein bisschen Wärme, weil das ist ziemlich cool alles. Und ja, die wollen auch ein bisschen Wärme reinbringen. Und, aber das kann ich nicht einfach nur so von irgendwas nehmen, ich muss es auch finden. Ich suche dann diese Wärme in die Materialien eventuell oder vielleicht in die Schweiz. Mal gucken. Ja? Es wird ein langer Weg bis zum fertigen Duft. Sissel Tolas geht es um möglichst realistische Gerüche. Sie denkt dabei nicht in den Kategorien von schlecht und gut. Bei mir gibt es keine Bad and Good. Bei mir gibt es nur Geruch. Alle Gerüche haben eine Chance. Was ist denn gut, der Geruch? Was ist denn schlechte Geruch? Warum? Ja, nur warum ist dieser Geruch schlecht und die nicht? Was sich seltsam anhört, hat doch ein ganz schnödes Ziel. Es geht um Geld. Und darum, dass das Hotel möglichst viele neue Gäste anlockt, möglichst viele alte Gäste an sich bindet. So erwächst du die Aufmerksamkeit, so kriegst du Kunden, so kommen die Kunden immer wieder. Dass die Leute kommen rein und denken, aha, ich rieche hier was. Es ist nicht nur, dass man sich vielleicht wohlfühlt, aber dieser Geruch beinhaltet gewisse Informationen, die wir sonst nicht rüberbekommen, über genau diese Hotel oder genau diese Firma. Die nächsten 6 Monate wird Sissel Tolas an dem neuen Hotelgeruch arbeiten. Die Verführung zum Geldausgeben wird systematisch erforscht. Etwa hier in Holland, in einem einzigartigen Projekt. An der Universität von Wageningen speisen die Angestellten in einer ganz normalen Kantine. Auf den ersten Blick. Doch in Wahrheit ist hier alles anders. (27) versteckte Kameras filmen jede Handbewegung der Gäste. Greifen Sie zum Salat oder zur Suppe? Nehmen Sie dazu ein Wasser oder eine Cola?
Und an der Kasse wiegt eine Waage im Boden das Gewicht der Kunden. Das meiste Geld für dieses Projekt kommt von der Industrie. Mit Hilfe einer Langzeitbeobachtung wollen Psychologen und Ökonomen herausfinden, wie unsere unbewussten Handlungen funktionieren. Es ist ja alles sehr subtil und das ist auch, warum es so ein ungeheuer faszinierendes Forschungsbereich ist. Und das Entscheidende ist, dass es ein Erlebnis gibt für Konsument. Was ist das ja? Was bedeutet das für wie es aussieht, wie es schmeckt, wie es duftet? Und das hat damit zu tun, dass oft das Unbewusste viel wichtiger ist, wenn man sich etwas auswählt im Bereich vom Essen und Trinken. Das heißt also, wir wissen ganz eigentlich nicht, warum wir tun, was wir tun. Wie entscheiden sich die Gäste, wenn scheinbare Kleinigkeiten verändert werden? Rotes statt grünes Licht. Der Geruch aus der offenen Küche, die Musikberieselung mit Pop oder Klassik. Ein Beispiel. Seit ein paar Tagen steht in der Kantine eine Kaffeemaschine. Obwohl es draußen auf dem Flur den gleichen Kaffee gratis aus dem Automaten gäbe. Die Forscher wollen wissen, warum geben die Gäste trotzdem Geld für das Getränk aus? Der kostenlose Kaffee aus dem Automaten, der Kaffee aus der Kantinenmaschine oder der Kaffee aus einer teuren Profimaschine. Welchen Einfluss hat die Art der Maschine auf unser Kaufverhalten? Wir versuchen festzustellen, was ist es, warum sie das tun. Ist das, weil die Maschine so gut aussieht? Ist es wie die Ton und das Geräusch und die Duft von Kaffee? Oder ist es ganz einfach der Geschmack von Kaffee? Wir wissen ja, dass es ziemlich komplex ist. Und wir möchten gerne feststellen, was die individuellen Komponenten, was für einen Wert die haben. Ist es wirklich nur der reine Geschmack, der unsere Entscheidung beeinflusst? In einem Nebenraum der Kantine beginnt ein Experiment. Einer Testperson wird mit einem Schlauch genau dosierter Kaffeegeruch in die Nase eingeflößt. Aus dem Mundteil kommt Kaffeegeschmack. Auf dem Bildschirm erscheinen die Videos von drei Kaffeemaschinen. Der Proband soll dabei den Geschmack bewerten. Die Maschine aus der Kantine, die teure Profimaschine und der Automat mit dem Gratis-Kaffee. Das wenig überraschende Ergebnis. Der Geschmack aus der teuren Profimaschine schneidet durchweg am besten ab. Allerdings, was die Testperson nicht weiß, der eingeflößte Geruch und Geschmack waren bei jeder Maschine derselbe. Die tatsächliche Kaffeequalität spielt also eine viel kleinere Rolle, als wir denken. Wir handeln nicht immer rational, sondern lassen uns von den Sinnen täuschen. Eine wichtige Erkenntnis für Forscher und Wirtschaft. Ich denke, das, was wir davon sehen werden, dass mehr mit Sachen wie Licht und Ton und Duft, dass das genützt wird, auch in dem Marketing, dass man es sozusagen erlebt. Das Kantinenexperiment wird erst in 10 Jahren abgeschlossen. Aber schon jetzt sind sich die Forscher einig. Ja, wir können mit allen Sinnen zum Kaufen verführt werden.
Wie Dinge klingen, auch das überlassen die Hersteller immer seltener dem Zufall. Wir sind in Bielefeld, bei einem großen Elektrohersteller. Ein neues Staubsaugermodell ist so gut wie serienreif. Nur der Klang ist noch nicht fertig. Der Hersteller beauftragt das Team von Friedrich Blutner, einem hochspezialisierten Psychoakustiker aus Sachsen. Der gelernte Instrumentenbauer soll herausfinden, wie der Staubsauger klingen muss, damit ihn möglichst viele Kunden kaufen. Dafür soll später sogar die Bauweise des Gerätes verändert werden. Dieser Prozess wird über ein Jahr dauern. Ja, das ist schon für uns spannend, was da alles so sich mit Sound inzwischen beschäftigt. Also ursprünglich war es vorzugsweise im Automobilbau, ist ja das Beispiel bekannt, die Tür und das Zuschlaggeräusch. Dann kommen die Hausgeräte. Dann kommen mehr und mehr Leute aus der Nahrungsmittelakustik, also auch Geräusche, zum Beispiel von Verpackungen bei Nahrungsmitteln. Aber auch die Geräusche, wenn man Nahrung aufnimmt, also diese typischen Bissgeräusche. Die Suche nach dem perfekten Staubsaugergeräusch beginnt tief im Osten, mitten im Erzgebirge. Friedrich Blutner arbeitet mit seiner Firma fernab der Großstädte. Der Wald ist für den Psychoakustiker eine wichtige Inspirationsquelle. Hier findet er akustische Grundmuster, die unser Ohr über Jahrtausende geprägt haben. Das Ohr ist ja ursprünglich ein Warnorgan. Es warnt uns vor Gefahren. Und da hat sich eigentlich das Gehör herausentwickelt. Und man kann natürlich solche Urmuster sehr gut im Wald aufnehmen. Das ist ja bekannt, wenn jetzt ein kleiner Ast knackt hinter mir, da würde ich mich umschauen, ich würde erschrecken. Ja, das sind so Geräusche. Und je nachdem, wie stark das Geräusch ist, daran kann ich erkennen, ob das ein großes Tier oder ein kleines Tier ist. Wir wollen natürlich nicht solche Geräusche in Hausgeräten, weil uns das warnt, hier geht ja was kaputt, hier ist die Qualität nicht gegeben. Das heißt, hier lernen wir, was Störsignale genau sind. In seinem Testlabor am Waldrand folgt der nächste Schritt auf der Suche nach dem perfekten Rauschen. Eine Bestandsaufnahme. Welche Staubsauger gibt es schon? Und wie klingen die? 5 Spezialisten, 30 verschiedene Sauggeräusche. Auf einer Skala von 1 bis 10 soll das Geräusch bewertet werden. Je länger man lauscht, desto deutlicher wird, Rauschen ist nicht gleich Rauschen. Nach einer halben Stunde Dauersaugen steht ein erstes Ergebnis fest. So, es gibt einen klaren Sieger. Und es gibt eine Marke, über die wir jetzt nicht sprechen wollen, die also akustisch eigentlich nicht tragbar ist. Negativbeispiel, das ist der. Ja. Ja, das heißt, es gibt noch viel zu tun. Sissel Thulers, die Geruchsexpertin, macht sich von Berlin auf den Weg in die Schweiz.
Für den neuen Duft der Schweizer Hotelkette will sie die unterschiedlichsten Gerüche sammeln. Wie nur riecht die Heimat des Auftraggebers? Was ist die sinnliche Seite der Schweiz? Vor allem, was es hier mich interessiert, ist die Schweiz, ja, wie riecht die Schweiz und kann ich überhaupt Gerüche wahrnehmen in der sauberen Schweiz und kann ich Berge riechen, wie kann ich den Geruch von den Bergen vergleichen mit der Stadt und so weiter. Das ist, was mich hauptsächlich interessiert. Vor Ort kann man das am besten machen. Alpenluft, Schnee und Holzgeruch für eine Berliner Hotellobby? Auch in der Stadt in Zürich sucht Sissel Tholers typische Schweizer Gerüche. Findet sie hier die Wärme, die sie dem kühlen Hotelduft einhauchen will? Es ist sehr sauber alles, you know, sehr klar, kühl. Ich merke keine warme Gerüche, keine spicy, irgendwie exotische Küche oder so. Ziemlich konventionelle Gerüche. Nicht, dass ich irgendwie sage, wow, das ist was Neues, das ist was, was ich noch nicht in diesem Kontext erwarte. Ja, sehr elementär irgendwie. Stein, Regen. Schnee, Holz, so wie ich mir das vorgestellt habe. Tja. Aber was nur ist die besondere Note der Schweiz für die Nase? Das Wow. Es ist für normale Nasen nicht gerade Parfum, was Sissel Tholers den entscheidenden Hinweis gibt. Geld. Interessant. Das wird ein Teil von meinem Geruch. Endeffekt werden. Aber ein bisschen komisch. Ich kann auch ein bisschen Käse riechen. Käse, ein bisschen Kuhmilch, ein bisschen Metall. Vielleicht ist es dann gerade die Hand von einem Bauer gewesen oder so. Who knows? Der Recherchetag geht mit einer alten Erkenntnis zu Ende. Geld stinkt nicht. Für Sissel Tholers beginnt jetzt die Arbeit in ihrem Geruchslabor. Noch einmal zurück in die holländische Kantine mit ihren Überwachungskameras. Die Forscher lassen auch die Farben des Lichts wechseln. Wirkt der Fisch unter blauem Licht frischer? Greifen die Gäste öfter zu Salat, wenn das Licht grün ist? Und bleiben sie auf bunten Stühlen länger oder kürzer sitzen? Noch ist es zu früh für konkrete Ergebnisse. Fest steht nur, unser Verhalten ändert sich, je nachdem, welche Farben im Spiel sind. Dass sich mit der richtigen Farbe großes Geld verdienen lässt, das weiß kaum jemand besser als Per Niemer. Der Schwede arbeitet für den weltgrößten Farbenhersteller. Er ist ständig unterwegs, heute in Hamburg. Er wird dafür bezahlt, herauszufinden, welche Farben uns sein Konzern in 3 Jahren verkaufen kann. Denn unsere Warenwelt ist bunt und die Farben ändern sich stetig. Ein Produkt mit der falschen Farbe verkauft sich schlecht. Das Wissen um den zukünftigen Geschmack und wie man diesen steuern kann, dieses Wissen ist bares Geld wert. People are affected by what's going on. Die Leute werden davon beeinflusst, was in der Welt passiert. Ja, sie wollen neue Farben.
aber sie werden beeinflusst von Terrorismus, Reisen, Mode. Alle diese Dinge machen sie empfindlich für neue Farben. Und sie wollen diese Farben haben. Aber wir müssen herausfinden, was die Leute kaufen wollen, bevor sie es selber wissen. Welche Farbe sollen unsere Autos, unsere Möbel, unsere Wände in 3 Jahren haben? Penima geht es nicht um modische Saisonfarben, sondern um die langfristigen Trends. Die Industrie braucht dafür 2 bis 3 Jahre Vorlauf. Dass heute so manche Limousine in Weiß zu sehen ist, das hat er schon vor Jahren vorausgesagt. Weiß, das war doch mal ein Billiglack. In den nächsten Jahren wird man noch viel mehr weiße Autos sehen. Keine Lieferwagen, sondern ganz normale Autos in Weiß. Wir haben diese Entwicklung schon vor ein paar Jahren vorausgesagt, zusammen mit dem Ökotrend. Die Leute wollen sich selbst beweisen, dass ihr Auto weiß, rein und sauber ist und nicht die Luft verpestet. Aber welche Farbe lässt sich in der Zukunft verkaufen? Penima streift durchs Szeneviertel, beobachtet die Menschen, schaut sich das neueste Design an, blickt in angesagte Cafés. Der Chefdesigner eines milliardenschweren Weltkonzerns auf Streifzug im Alternativviertel. Immer auf der Suche nach der Farbe, mit der sich in 3 Jahren Geld verdienen lässt. Wenn ich in ein Schaufenster gucke, dann interessieren mich nicht die Farben, denn für diese Farben ist es dann eh zu spät. Ich suche mehr nach allgemeinen Dingen, allgemeinen Stimmungen. Die Mode wird zum Beispiel femininer. Was bedeutet das? Also, wenn man einen neuen Farbtrend sucht, schaut man nicht auf die Farben, man schaut auf alles andere. You don't look for color. You look for everything else. In 3 Wochen wird Penima mit Kollegen aus der ganzen Welt den nächsten europäischen Farbentrend diskutieren und sich auf eine gemeinsame Richtung einigen. Ein Farbkartell. Dafür sammelt er Ideen. Heute fällt ihm dieser Laden auf. Aus gebrauchten Handtüchern lässt ein Hamburger Designer Stofftiere nähen und verkauft sie teuer. Die Wiederverwertung von Materialien. Das ist so auf einer Linie mit dem Öko- und Nachhaltigkeitstrend, der gerade voll im Gange ist. Man sieht hier das Orange der 70er, die Streifen der 50er. Aber das ist nur der Beleg dafür, dass es gebrauchte Stoffe sind. Die Farben sind egal, die sind nicht trendy. Aber die Herstellungsart an sich liegt total im Trend. Retro-Look. Recycling für selbstgemachte Stoffphasen. Welchen kommerziellen Massentrend wird der Farbexperte daraus ableiten? Zurück ins Erzgebirge. Friedrich Blutner, der Psychoakustiker, sucht weiter nach dem besten Staubsaugerklang. Diesmal der Hausfrauentest. Sie sollen das Geräusch mehrerer Staubsaugermodelle bewerten. Tonhaltigkeit, das heißt, wenn Sie ein Pfeifen oder ein Geräusch hören, was nicht zum Staubsauger gehört. Ein Punkt, wenn Sie gar nichts hören, nur das Rauschen. Oder 10 Punkte, wenn es sehr tonhaltig ist. 4.
Gut, dann gehen wir zum nächsten Gerät. Der Test bringt eine kleine Überraschung. Der laute blaue Staubsauger schneidet erstaunlich gut ab. Diese spontane Bauchentscheidung ist ein wichtiges Ergebnis für den Klangforscher. Wir brauchen zuerst zum Beispiel das, dass die Probanden, wenn die gewissermaßen in so einen Test abgefragt werden und wir auch die unbewussten Reaktionen erfragen, dass die dann sagen, Saugkraft ist wichtig, die sollen Power haben. Und wenn man dann hinterher nochmal locker bei einer Tasse Kaffee drüber redet, dann sagen manchmal dieselben Probanden, ja, sollte er nicht ein bisschen leiser sein? Also obwohl sie spontan vom Emotionalen her die Kraft wünschen, dann über die Kognition, dann hört man eben, leise ist gut, dann so ins Grübeln kommt. Aber natürlich interessieren uns die Spontanreaktionen. Und da ist eben offenbar Saugkraft ein wichtiges Kriterium. Mit anderen Worten, was einfach nur angenehm klingt, lässt sich nicht unbedingt gut verkaufen. Wir haben jetzt die Staubsaugergeräusche aufgenommen im Rechner. Und jetzt verändern wir bestimmte Eigenschaften, um deren Auswirkungen mal zu testen. Ah, das ist das Pfeifen im Walde. Ja, ist zu aggressiv, hä? Klar, und das stört jetzt der blöde Pfeifer, ja? Da muss weg. Was hier künstlich entworfen wird, soll später Grundlage für die Ingenieure sein. So soll der neue Staubsauger klingen. Kein Pfeifen, nicht zu leise, nicht zu schrill. Das perfekte Rauschen. Hier in einer ehemaligen Skihütte im Erzgebirge entsteht der Sound, der bald tausendfach in deutschen Haushalten zu hören sein wird. Im schwedischen Malmö geht die Farbsuche weiter. Was kann uns die Industrie in 3 Jahren verkaufen? Per Niemer versucht dafür zu erspüren, wohin sich der Massengeschmack entwickelt und wie man ihn steuern kann. Manchmal allerdings überrollen selbst ihn die Ereignisse. Dann diktiert das Weltgeschehen den Geschmack. Ein neuer Trend kann aus heiterem Himmel kommen, wie nach den Anschlägen vom 11. September in New York. Bis dahin hatten wir viele Pastelltöne, aber in dem Herbst nach dem Terrorangriff schlug das um in sehr natürliche, sichere Farben, sichere Kombinationen. Die Leute sind weniger verreist, sondern blieben zu Hause und strichen ihre Festung mit Farben an, die Sicherheit verkörperten. Mitunter ist der Schwede machtlos. Aber als Chefdesigner des weltgrößten Farbenherstellers setzt er selber Trends. Er tut es jedoch nie im luftleeren Raum. Wie ändert sich der Massengeschmack im Schatten der Wirtschaftskrise? Per Niemer stellt mögliche Farbgruppen zusammen. Was er in den letzten Wochen an Eindrücken gesammelt hat, das versucht er in Begriffe und Farben zu übersetzen. Wir stellen gerade eine neue Kollektion von Farben zusammen und versuchen, die Farben einzubinden, von denen wir glauben, dass sie ein zukünftiger Trend sind. Das ist faszinierend. Aber je kleiner eine Kollektion, desto schwieriger wird die Entscheidung. The more difficult it is to make.
Per Niemer muss sich auf wenige Farben beschränken. Vorbereitung auf die Europäische Farbenkonferenz in Bilbao. Dort wollen sich Designer und Hersteller auf eine neue Farbrichtung einigen. Der Schwede soll hier seine Favoriten vorstellen. Ich glaube, diese Gruppe ist ein heißer Kandidat. Blau steht für Hoffnung und Freiheit. Denn es ist gerade alles so trist, die Wirtschaft, Terrorismus, was auch immer, dass wir einen Hoffnungstrend forcieren wollen, der die Stimmung aufhält. Und natürlich haben wir grünliche, natürliche Töne, denn das steht für Ökologie, Umwelt, Nachhaltigkeit und grünes Design. Ich glaube, dass wir diese Farben sehen werden und klar, ich werde dafür kämpfen. And of course I'll fight for it, yeah. Das kraftvolle Rauschen des Waldes als Vorbild für den neuen Staubsauger. Die Ergebnisse der Tests werden jetzt umgesetzt. Friedrich Blutner und sein Kollege probieren aus, wie man das Rauschen künstlich verstärken kann. Man spielt mit dem Schall in diesen Staubsaugern. Man versucht es wie ein kleines Orchester mal zu verändern und beobachtet jetzt erstmal genau. Das ist eigentlich eine schöne Phase, eine kreative Phase, in der wir uns jetzt hier befinden. Überall da, wo am Gerät Geräusche entstehen, setzen die Sounddesigner an. Wie lässt sich der Klang verbessern? Und der Staubsauger noch besser verkaufen? Ein Jahr lang arbeiten sie jetzt schon an diesem Projekt. Mit seine Leidenschaft steckt in diesem Koffer. Der gelernte Instrumentenbauer hat eine Geige entwickelt, die einfach nur gut klingen sollte. Der Korpus ist aus schwarzem Kunststoff. Das hässliche Etwas, ein Ladenhüter. Schließlich trimmte Friedrich Blutner seine Geige auf alt. Hier ist mal eine Geige mal imitiert auf sehr alt. Man sieht das nicht, dass das mit teilweise Edelharzen gemacht ist. Von außen sieht das aus wie jede alte Geige, die hat eine Individualität, die hat eine persönliche Ausstrahlung. Wenn Sie so wollen, da steckt etwas von der Seele des Geigenbauers drin und sie riecht auch wie Holz. Und das ist wichtig auch für einen sensiblen Musiker, dass er die klassische Anmutung hat. Seitdem hat Friedrich Blutner beweisen können, seine Kunststoffgeige kann mit alten klassischen Geigen mithalten. Vor allem jüngere Musiker sind offen für die Violine aus dem Soundlabor. Sie sind ausgesprochene Solisteninstrumente mit einem sehr großen, sehr tragfähigen Ton, sehr brillant, bei optimalem Handling. Das heißt, die Aufzuwendekraft ist sehr optimal, also ausgestaltet, und es ist ein wunderbares Spielgefühl. Dennoch, bei vielen Musikern bleibt die Skepsis vor dem Kunststoffinstrument. Da mag es noch so gut klingen. Wir haben an der Geige sehr klar und sehr deutlich gelernt, wie wichtig Multisensualität ist. Ja, es gibt kein anderes Beispiel, wo wir so klar immer wieder die Hinweise bekommen haben, die Wahrnehmung ist ganzheitlich und hier spielt das Auge eine Riesenrolle, auch kulturell geprägt. Hier spielt Geruch,
die Anmutung, das Taktile, wie fühlt es sich an. Und am Ende wird alles eins. Dass sich mit allen Sinnen Geld verdienen lässt, das erkennen auch immer mehr Supermarktketten. Wie hier in Tönisforst bei Düsseldorf. Eigentlich ein ganz normales Geschäft. Doch aus irgendeinem Grund wirken die Kunden hier weniger gestresst. Zwanglos, ich gehe spazieren. Ich erlebe das hier. Und anschließend gehen wir dann hier ein Cappuccino trinken. Ja, und besonders bei schlechtem Wetter macht das noch mehr Spaß. Also als erstes sind mir hier diese Fische auf dem Boden aufgefallen und irgendwann habt ihr auch die... Hier ist ein bisschen wie im Urlaub. Ja, das ist einfach angenehm einzukaufen. Dieses gute Gefühl ist kein Zufall. Die Supermarktkette hat sich das viel kosten lassen. An der Fischtheke verströmt ein leichter Duft von Kräutern aus der Provence Urlaubsgefühle. Natürlich künstlich erzeugt. Aus speziellen Lautsprechern kommt dezentes Möwengeschrei und auf dem Boden tummeln sich interaktiv animierte Fische. Teure Investitionen, die uns zum Kaufen verführen sollen. Offenbar mit Erfolg. Wir haben vor einem Jahr diesen Markt als Future Store neu eröffnet und sehen seit einem Jahr eine deutliche Umsatzsteigerung über den gesamten Markt, über alle Bereiche. Das kann man nicht immer an einem einzelnen Effekt festmachen. Sie können nicht immer sagen, weil wir jetzt im Frischfischbereich eine Verkaufsraumbeduftung einsetzen, haben wir einen höheren Umsatz. Aber wir stellen insgesamt fest, bei allen Befragungen, die wir bisher gemacht haben, dass die Kunden ganz eindeutig sagen, dass sie sich wohler fühlen als vorher. Und das zeigt eigentlich, dass wir unser Ziel erreicht haben. Das Rezept ist so subtil wie simpel. Wenn sich die Kunden wohlfühlen, bleiben sie länger und geben mehr Geld aus. Dabei ahnen sie oft gar nicht, was genau das Wohlgefühl auslöst. In Bilbao ist inzwischen die internationale Farbenelite angereist. Für Per Niemer beginnen jetzt die Tage der Wahrheit. Vertreter aus der Auto- und Möbelindustrie, Waschmaschinen- und Motorradhersteller, Farbenproduzenten und freie Designer sind gekommen. Praktisch ein Kartell. Initiiert von der amerikanischen Organisation Color Marketing Group. Das einzige Ziel dieser Konferenz ist es, sich auf einen gemeinsamen Farbentrend zu einigen. Normalerweise sind diese Treffen streng geheim. Kameras verboten. Heute reden wir darüber, was in der Welt passiert. Design, Lifestyle, aktuelle Ereignisse. Morgen werden wir dann versuchen, das alles in Farben zu übersetzen und fragen uns, wenn diese gesellschaftlichen Entwicklungen eintreffen, was bedeutet das für die zukünftigen Farben? What does that mean in color? So it will have more body into it. Sie diskutieren über die Wirtschaftskrise und Barack Obama. Sie reden über Klimawandel und Ökologie. I see the green and the blue. Es geht um neue Architektur und Feminismus. They are all taken by women. Next continent is Africa. And huge mobility out of recycling. Es geht um Megastädte und grünes Design. What is green design? There's a brown that's towards a violet. Do you think we work with this? We want to work with this? Yeah. They're coming out. Nach den ersten zwei Tagen ist eine gemeinsame Richtung zu erkennen. Per Niemer war mit seinen Vermutungen auf dem richtigen Weg. The blues I brought is right. Meine Blautöne finden sich hier wieder.
Auch Lila und Gelb sind gut. Mein Grün war mehr als Wandfarbe gedacht, obwohl die meisten Teilnehmer in dieser Gruppe kommen von Motorradherstellern. Naja, ich schlag mich ganz gut. I'm doing fine. Am dritten Tag im Konferenzhotel steht das Farbkartell kurz vor einem Ergebnis. Nach der Diskussion um allgemeine Trends suchen die internationalen Designer nun die entsprechenden Farben. Kreatives Chaos. Ein bisschen Bastelstunde, ein bisschen Kinderzimmer. Doch auch hier geht es nur um das eine. When you see product, you see